Ich nehme mal das hier. We have successfully repopulated wasteland with plant life. Now increase the biodiversity of the ecosystem by restoring three biomes. Press the tab below to access new buildings. Okay, das wird da so noch ziemlich ausgefallen. Coverage of the biomes. Each one needs to be restored. Okay, drei Biome gibt es hier. Wir sind hier immer noch recht abgelegen. Research Center reduces the costs of scrubbers, pumps, calcifiers and excavators and makes excavators smaller. Hydroponium creates wetland, can only be built on an irrigator near water and not on high ground. Ah, mit der... Okay, das wird also eher so Sumpfgebiet. Mit dem werden die Sachen günstiger. Die Hives. Warming bees pollinate nearby greenery, creating fine ops flowers. Kann man die überall hinsetzen? Okay, bei Bäumen. Und 59, 153... 136. Okay, dann setzen wir den doch mal hier hin. Wow. Nice. Dann haben wir noch Arboretum. It uses Nuritrios Ash to create forests. Can only be built on a burnt building husk. Haben wir hier also nicht. Solar Amplifier strengthens sunlight in an area around it, allowing for lightning of fires. Okay, damit können wir also ein Feuer machen und damit können wir das den verbrannten Boden wieder mit Wäldern bepflanzen. Desiccator starts a controlled burn. Fire will burn greenery, fine ops and most buildings, but will leave behind nutritious ash. Okay. Ja, gut. Bauen wir mal irgendwo so ein Research Center hin. Dann werden die Sachen wenigstens günstiger. Creates Wetland. Das können wir interessanterweise nirgends hinbauen. Near water, not on high ground. Das geht nirgends hin, sehr interessant. Irgendwie lägt das manchmal ein bisschen. So Frame Drops habe ich hier. War das schlau? Keine Ahnung. Desiccator. Was macht der? Strengthens the sunlight in an area around it, allowing for the lightning of fires. Das geht bloß auf grünem Boden. So. Wir müssen zuerst den Boden grün machen, damit wir ihn verbrennen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann machen wir das doch einfach mal. Oder auch nicht. Okay, das checke ich noch nicht ganz. Starts a controlled burn. Provides fire ash nutrients.
Böses Nutrients Ash. Haben wir ja nirgends. Wenn wir kein Feuer starten können. Sehr interessant. Das Zeug kann ich nirgends setzen. Ground. Wieso hier? Das andere Teil steht? Okay, check ich nicht. Ich hoffe mal nicht, dass es ein Bug ist oder so. Mal schauen. Nichts von all dem geht hier hin. Das geht hier hin, aber das bringt mir gar nichts. Interessant. Der Spalt hier bleibt halt einfach so. Ist er nur über das Teil? Naja, mal schauen. Okay, das geht aus dem Sumpfgebiet. Coverage of the Biomes. Minus 9. Kann ich denn jetzt hier irgendwie was anderes hinsetzen? Nein. Aber das könnte man machen. Machen wir mal, dann können wir nämlich hier drüben nochmal so ein Ding hinsetzen. Wenn es denn geht. Ist ein schönes, entspanntes Spiel, finde ich. Bisher. Könnte sich wahrscheinlich noch ändern. Und jetzt können wir nochmals hier so ein Ding hinsetzen. Das bringt aber fast nichts. Minus 4 Punkte vor allem. Das würde 35 geben. Okay. Plus 65. Haben wir ein Biom fast erreicht. Plus 136. Okay, das haben wir. Aber das mit dem Feuer check ich nicht. Requires power, provides sun, strengthens the sunlight in area around it. Allowing for the lightning of fire. Muss das denn höher stehen als alles an als okay. Aber damit zerstöre ich das hier wieder. Was doof wäre eigentlich. 403. Ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist.
400. Ja, machen wir erstmal weiter. 118, 113, 127. Da müsste jetzt Wasser sein, damit das funktioniert. -25. Das Teil habe ich hier völlig versemmelt. Echt doof. Könnte es auch vielleicht noch retten damit. Irgendwie. Was leider nicht möglich ist. Vielleicht so. Möglicherweise. Geht das? Das geht. Okay. Gut. Dann haben wir das. Ich setze das jetzt einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass es nicht alles zerstört. Ein kontrolliertes Feuer sieht anders aus. Wow. Wow. Ja gut. Kann man machen. Muss man eigentlich aber nicht unbedingt. Das hat jetzt mal gar nicht richtig gebracht. Mindestens das haben wir jetzt wieder. Und jetzt können wir aber damit arbeiten. 33, 76. Müsste man aber eigentlich... Nein, das ist ja zu spät. 87. Ich setze das mal hier hin. Damit bekommen wir also Bäume. Damit hätte man natürlich auf einen Schlag zwei Bäume gleich gehabt. Wäre eigentlich schlau gewesen. 151, 115, 190, 151. Frag mich nicht, wie das genau funktionieren soll, aus Asche einen Wald zu generieren, aber es funktioniert. Das sage ich jetzt mal nicht. Nein. 19, 8, 10, 51. So, Wald haben wir jetzt genügend eigentlich. Und dann bräuchten wir noch dieses Sumpfgebiet. Das wir aus den hier machen, glaube ich. Können wir vielleicht hier machen und hier drüben? Aber dafür brauchen wir ja die Dinger hier. Und die müssen nahe am Wasser stehen. Was ein bisschen doof ist. Hoffentlich reicht das. Es geht okay. Dann haben wir das auch gleich schon fast erreicht.
Sieht also doch ganz gut aus. Wahrscheinlich ist der jetzt zu weit weg vom Wasser. Nee, doch nicht, okay. Ganz knapp am Ziel vorbei. Minus 17. Das war jetzt unnötig. Oh Mann. Das war jetzt richtig unnötig. Plus 4, plus 5, plus 6. Geht das möglicherweise? Das geht, okay. Dann haben wir es geschafft. If biodiversity restored, we can begin the process of cleaning up. You need to construct an airship of recycled materials. You've also been given access to advanced water weather technology.